Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist die Ampel am Ende und im Prozess, sich aufzulösen. Jetzt gibt es eine neue Eilmeldung, und zwar sind Alice Weidel und Tino Chrupalla vor die Kameras getreten und haben das sofortige Ende der Ampelregierung bzw. unseres Kanzlers Olaf Scholz gefordert. Wie wir gleich im Video sehen werden, fordern sie Olaf Scholz dazu auf, die Vertrauensfrage zu stellen und letztendlich seinen Bundeskanzlerposten zu räumen. Die derzeitige Situation in Deutschland ist katastrophal, unser Land zerfällt und die Ampelregierung hat gezeigt, dass sie schlichtweg nicht in der Lage ist, weiteren Schaden von Deutschland abzuwenden. Wir schauen rein. Die Erwartungshaltung an die Ampelregierung war ja von Anfang an nicht gerade sehr hoch. Aber dass diese Koalition die Stümperhaftigkeit noch unterbieten würde, das haut dem Fass tatsächlich den Boden aus. Wir haben einen verfassungswidrigen Haushalt. Die AfD-Fraktion weist seit Jahren darauf hin, eigentlich seit 2021, auf diese Rechtswidrigkeit passiert es nichts. Jetzt stehen wir hier vor dem Scherbenhaufen des Bundesverfassungsgerichtes, das ein eindeutiges Urteil gesprochen hat. Die Regierung versucht das jetzt noch in irgendeiner Form zu kitten durch eine Haushaltsnotlage, die aber überhaupt gar nicht als Notlage abgedeckt ist. Es hat alles unter der Kontrolle dieser Regierung gelegen. Und hier von einem lächerlichen zweistelligen Milliardenloch zu sprechen, das ist auch etwas, was uns zeigt, dass diese Regierung den völligen Bezug zur Realität verloren hat. Bei Gesamtsteuereinnahmen von fast 1 Billion Euro, das sind 1000 Milliarden. Diese Regierung hat kein Milliardenloch, sondern sie kann mit Rekordsteuereinnahmen nicht umgehen, wie im Übrigen alle Sozialisten mit Geld nicht umgehen können. Und das ist unser Problem. Ich würde mir von dem Bundeskanzler Scholz erwarten, nicht, dass er morgen eine Regierungserklärung abgibt, sondern dass er seinen Rücktritt erklärt. Der Weg ist frei zu machen für Neuwahlen. Diese Regierung hat abgewirtschaftet und regiert gegen die Mehrheit der Bevölkerung. 2/3 der Menschen wollen die Ampelregierung nicht mehr haben. Und das Weiterwursteln ist eine ganz klare Missachtung des Souveräns, des Bürgers. Bevor wir uns die heftige und klare Ansage von Tino Chrupalla anschauen, möchte ich ganz kurz auf das Gesagte eingehen. So macht Alice Weidel klipp und klar deutlich, dass die Ampelregierung den Weg frei zu machen hat, da sie gegen die Mehrheit der Bevölkerung regiert. Und damit hat Alice Weidel absolut recht. So zeigen aktuelle Umfragen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung ein Auflösen der Ampelregierung wünscht. Zu katastrophal ist die Regierungsbilanz von Habeck und Co., dass die Bevölkerung dies noch lange mitmachen würde. Aber genug geredet, wir schauen jetzt rein, was Herr Tino Chrupalla zu sagen hat. Viel Spaß. Ja, was man jetzt hier schwarz auf weiß auch sieht, auch gerade mit dem Verfassungsbruch, mit dem bestätigten Verfassungsbruch dieses Haushalts, das ist also der versprochene Doppelwumms des Bundeskanzlers, der sich jetzt in Schall und Rauch auflöst. Das 60 Milliarden Klima- und Transformationspaket ist gesperrt, das ist auch gut so. Und hier sieht man aber auch im Nachhinein und an diesen Dingen, was die grüne Lobby, wie die grüne Lobby hier finanziert wurde. Und hier darf man nicht vergessen, auch die ganze Habeck-Affäre, die natürlich dort mit hineinspielt, wie hier mit diesem Geld umgegangen werden sollte. Herr Habeck lässt grüßen, wie hier versucht wurde, die grüne Lobby mitzufinanzieren. Was wir sehen, und Alice Weidel hat das richtig gesagt, wir haben kein Einnahmenproblem, sondern wir haben ein Ausgabenproblem. Und das ist genau der Punkt, dass es hier endlich zu einem Kassensturz kommen muss, dass hier endlich alle Einnahmen und vor allen Dingen die Ausgaben mal auf den Tisch gelegt werden müssen und hier sehr wohl Einsparpotenzial vorhanden ist, so wie wir es als AfD-Bundestagsfraktion auch vorlegen werden, sogar Einsparpotenzial, weil wenn wir die aktuelle wirtschaftliche Situation sehen, auch die Kosten, die die Bürger zu tragen haben, über den Winter hinaus, noch dazu ab 9 Jahren mit erhöhten Steuern,
Ausgaben bzw. Abgaben, was die Energiekosten angeht, die sich weiter steigen werden und die natürlich auch die Inflationsrate weiter steigen lassen wird durch zum Beispiel die Verdopplung der Mautgebühren. All das sind Dinge, die man hätte verhindern können und die unsere Wirtschaft jetzt eigentlich als Einsparpotenzial eher bräuchte, um die Deindustrialisierung in diesem Land zu stoppen. Deshalb muss es hier darum gehen, diese Ausgaben zu kürzen, die nicht im Interesse der Bürger sind. Auch das Bürgergeld muss auf den Prüfstand gebracht werden. Auch dort gibt es ja ab nächsten Jahr bis zu 12% Erhöhung der Bürgergeldempfänger. Auch hier zum Beispiel Bürgergeld für die Ukrainer, was wirklich auf den Prüfstand muss, was Milliardenbeträge sind, die den deutschen Haushalt belasten, für Unterkunft und Geldleistung für Zuwanderer. Also das sind Dinge, wo Einsparpotenziale vorhanden sind. Und insgesamt muss man sagen, was diese Bundesregierung noch dazu mit der Beteiligung einer FDP, die für Freiheit steht, die für Mittelstand steht, ist wirklich skandalös und eigentlich kaum noch in Worte zu fassen. Und deshalb muss diese Regierung den Weg freimachen für Neuwahlen, damit es hier endlich wieder in Deutschland vorangeht mit einer Regierung oder einer Beteiligung auch unserer Partei, die zum Wohle der Bürger, im Interesse der Bürger Politik macht. Vielen Dank. Eine brillante Analyse von Tino Chrupalla, die deutlich macht, die Regierung hat ein großes Ausgabenproblem. So kosten die ganzen grünen ideologischen Projekte einen Haufen Geld, der letztendlich eigentlich überhaupt nicht vorhanden ist. Die Ampelkoalition hat dies versucht zu verschleiern, indem sie Sondervermögen aus dem Jahr 2022, welches eigentlich für Corona-Hilfsmaßnahmen vorgesehen war, in diese große Finanzierungslücke gesteckt hat. Nun hat Gott sei Dank das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass dies nicht so zulässig war. Damit fehlen der Ampelregierung Milliarden von Euros und kein Mensch weiß, wo sie diese auftreiben will. In seiner Erklärung fokussiert sich Tino Chrupalla auf genau zwei Punkte, die besonders für die hohen Ausgaben des deutschen Staates verantwortlich sind. Zum einen ist hier die Energiewende von Robert Habeck zu nennen, welche den deutschen Steuerzahler letztendlich über 1 Billion Euro kosten wird. Ein weiterer Posten, der für enorme Ausgaben sorgt, ist das Bürgergeld bzw. die Sozialhilfe für Flüchtlinge. So wurde erst vor kurzem beschlossen, dass das Bürgergeld um satte 12% erhöht werden soll. Damit steigt der Regelsatz von bisherigen 502 Euro auf ganze 563 Euro. Das große Problem ist nur, dass diese Erhöhung vor allem Leuten zugutekommt, die nie in das deutsche Sozialsystem einbezahlt haben. So sind über die Hälfte der Bürgergeldempfänger Flüchtlinge, welche direkt aus dem Ausland ins deutsche Sozialsystem gewandert sind und nie einen einzigen Beitrag hier geleistet haben. Man muss kein Mathematiker sein, um zu erkennen, dass dieses System auf lange Zeit nicht gut gehen kann und letztendlich überhaupt nicht nachhaltig ist. Auch hier hat Herr Chrupalla eine gute Lösung parat. Statt Geldleistungen sollen von nun an nur noch Sachleistungen ausgezahlt werden und das Bürgergeld soll nur Bürgern zur Verfügung stehen, die bisher in das Sozialsystem einbezahlt haben. Ebenfalls sollen auch Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde, ihren Anspruch auf Bürgergeld verlieren. Dies ist bisher nicht der Fall. Nun würde mich aber mal Ihre Meinung interessieren. Wird die Ampelregierung dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes überleben? Schreiben Sie doch Ihre Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.